Hallo und herzlich willkommen zur Riesenradplauderei in Landau mit den Verantwortlichen der Landauer Vereine. Heute zu Gast Herr Wilhelm Haut vom Elbetritzsche Verein. Der Elbetritzsche Verein 1982 e.V. Landau ist ein Verein zur Pflege des Brauchtums und der Volkskunde in der Pfalz und hat sich mit dem Schwerpunkt unseres Pfälzer Nationalvogels, der Elbetritzsche, befasst. Das sind die sagenumwobenen Vögel, über die viele nicht Bescheid wissen und in unserem Verein alles darüber in Erfahrung bringen können. Herr Haut, wie präsentieren Sie sich in der Öffentlichkeit, damit man was über die Elbetritzsche erfährt? Ja, in der Öffentlichkeit haben wir uns in der Vergangenheit, die ja nun fast 40 Jahre schon währt, sehr häufig präsentiert. Das war 1983, wenn ich mal zurückblenden darf, als unser Verein den Sommertagsumzug wiederbelebt hat und 10.000 Besucher auf die Beine brachte. Wir haben die Entstehung des Landauer Kutschenkabinetts mit unterstützt, auch mit Exponaten. Leider ist das momentan im Dornröschenschlaf und ich hoffe, dass es wieder erweckt wird. Dann haben wir uns in jüngerer Vergangenheit auf der Landesgartenschau 2015 mit einem sehenswerten Beitrag präsentiert und Hunderttausende von Besuchern haben dort unsere Nationalvögel bewundern können und vieles in Erfahrung gebracht. Wir haben auch schon Ausstellungen unter dem Motto »Wie sieht sie aus?« durchgeführt, unter Bevölkerungsteilnahme, Schulen, Kindergärten, Erwachsene. Und die haben alle tolle Exponate eingebracht. Ja, das waren wichtige Highlights. Darüber hinaus haben wir natürlich das weltweit einzige Elbetritzsche Freigehege in einem Zoo aufzubieten. Im Landauer Zoo natürlich. Dort kann man die ausgewilderten Elbetritzsche, drei Spezies sind es, bewundern und erfährt auch über die Beschilderung vieles über diesen Pfälzer Nationalvogel. Herr Haut, wie finanziert sich der Elbetritzsche Verein? Unser Verein finanziert sich, wie viele andere auch, durch die Mitgliederbeiträge in der Hauptsache. Spenden natürlich auch, wobei die sicherlich einen geringeren Anteil ausmachen. Und ja, das ist das, worauf wir stolz sind. Denn mit rund 130 Mitgliedern haben wir dadurch ein gutes Fundament. Herr Haut, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Elbetritzsche Arbeit und hoffen, dass wir bald mal eine Elbetritzsche zu sehen bekommen. Das lässt sich sofort in die Tat umsetzen. Es ist zwar kein lebendes Exemplar, doch ein Prachtexemplar der Böschinger Hangtritzsche. Also ganz nah im Lebensbereich. Es ist ein weibliches Tier, wie man unschwer erkennen kann an den Zöpfen. Und sie hat drei Beinpaare als Besonderheit, die sie vorwärts, rückwärts stellen kann, wenn plötzlich Fressfeinde vor ihr stehen. Das ist eine von 26 Spezies, die es zurzeit in den Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz gibt. Aufgrund von Jagden gibt es immer wieder die Möglichkeit, Elbetritzsche im Pfälzer Wald aufzustöbern und unter meiner Leitung als Cheftritzschologe natürlich auch welche zu Gesicht bekommen und zu fangen.